Einen Augenblick. Entschuldigung. Brauche ein bisschen Platz, bin sehr groß. Bevor wir einsteigen in den Vortrag, eine kleine Abstimmung. Ich habe tatsächlich für den heutigen Abend zwei Vorträge vorbereitet. Der eine ist eine eher seriöse Unternehmenspräsentation, ein Unternehmensporträt. Der andere Vortrag ist eher so ein bisschen grenzwertig und unter der Gürtellinie. Wer würde denn gerne den seriösen Vortrag hören? Bitte einmal um Handzeichen. Okay. Wer würde gerne lieber den grenzwertigen, leicht unter der Gürtellinie? Okay, ich glaube, das ist eindeutig. Schweine. Für alles, was jetzt kommt, bin ich nicht mehr verantwortlich, sondern ausschließlich ihr. Das ist sicherlich klar. Mein Unternehmen heißt Geheimpunkt. Der Untertitel Schatzsuche deutet an, was wir machen, nämlich Schatzsuchen, Schnitzeljagden, Geocaching-Touren. Und das nicht einfach nur so, weil uns das sehr, sehr viel Spaß macht, sondern für durchaus ernstzunehmende Zwecke. Beispielsweise für Firmenfeiern, für Betriebsausflüge, für Teambuilding-Maßnahmen, für Incentives und so weiter. Das wird sehr, sehr gut angenommen und gerne gebucht, unter anderem auch von renommierten Anwaltskanzleien hier aus Hannover. Die müssen uns jedoch immer zweimal buchen. Das ist ein kleiner Insider für die, die beim ersten Mal dabei gewesen sind. Aber über all das werde ich heute nicht sprechen. Vielmehr möchte ich Sie alle mit reinnehmen in den größten Fehler meiner Unternehmenskarriere. Dieser große Fehler, der hat etwas zu tun mit unserem Firmennamen. Der lautet ja Geheimpunkt. Hat denn irgendjemand eine Idee, welches die am häufigsten gehörte Verballhornung dieses Firmennamens ist? Bitte einfach reinrufen. G-Punkt. Sehr witzig. Ja, höre ich leider sehr, sehr oft und bisher habe ich mich immer sehr darüber geärgert. Aber jetzt habe ich beschlossen, ich bin jung, ich bin dynamisch, ich bin flexibel. Deswegen, wenn mir das Universum einen solchen Ball zuwirft, dann fange ich ihn an, forme ihn um und werfe ihn mit voller Kraft zurück. Deswegen präsentiere ich Ihnen heute mein neues Unternehmen mit neuem Zweck, neuem Firmennamen, G-Punkt, die Höhepunktsuche. Ich denke, das ist einen kleinen Applaus wert. Moment. Falls auch Sie mal in die Verlegenheit kommen sollten, Ihr Unternehmen um 180 Grad zu drehen, dann kriegen Sie jetzt von mir drei Tipps, wie das in Zukunft gelingen kann. Denn man braucht dafür drei Dinge. Das erste ist eine Zielgruppe. Bisher haben wir uns konzentriert auf Führungskräfte aus kleinen und mittelständischen Unternehmen. Da wird Ihnen jeder Unternehmensberater sagen, Sie brauchen eine spitze Zielgruppe, damit das funktioniert. Das ist viel zu viel. Deswegen haben wir uns gedacht, ab sofort konzentrieren wir uns ausschließlich auf weibliche Führungskräfte aus kleinen und mittelständischen Unternehmen. Durch Hilfe von empirischer Feldforschung haben wir herausgefunden, dass der Bedarf an unserer Dienstleistung in diesem Kundensegment extrem groß ist und dass wir da wirklich in die Lücke. Ich rede mich um Kopf und Kragen. Also auf jeden Fall, da gibt es Bedarf in dieser Zielgruppe und den erfüllen wir. Das zweite ist, man braucht natürlich auch geeignetes Arbeitsmaterial. Bisher haben wir uns mit solchen GPS-Geräten zu Hilfe gewusst. Da hat man die Koordinaten eingegeben und das Gerät hat einem zum Ziel geführt. Das ist jetzt bei der neuen Unternehmensbestimmung nicht mehr ganz so notwendig. Das brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen jetzt neue Arbeitsgeräte und ich habe Ihnen da auch ein Beispiel mitgebracht. Ja, ich denke, da brauche ich nicht viel zu sagen. Das ergibt sich von selbst, worum es hier geht. Die Funktionsweise erschließt sich. Und die Parallele zum alten Arbeitsgerät ist, auch das ist bei richtiger Handhabung sehr, sehr zielführend. Die richtige Handhabung führt mich aber auch zum nächsten Punkt, nämlich den Mitarbeitern. Man braucht natürlich auch ein kompetentes Team. Ich habe ja schon Mitarbeiter, die kann ich nicht einfach rauswerfen. Hier zum Beispiel André in seiner Funktion als Wärter für unseren Escape Room. Die Uniform, Damen, ne? Das ist schon sexy. Das wissen wir nicht erst seit 50 Shades of Grey, dass Autorität so auch anziehend wirkt. Aber da ist im Hüftbereich noch ein bisschen was zu optimieren. Genauso wie bei meinem Kollegen Arne. Keiner sagt so schön Komplimente in Binärsprache wie er. Das muss man einräumen. Und auch kann keiner so schön löten wie er. Aber auch hier ist im Bereich Body noch so einiges zu tun. Deswegen habe ich keine Kosten und Mühen gescheut und die teuerste Fortbildungsmaßnahme, die am Markt vorhanden ist, gebucht. Die Boss-Transformation vom Rapper-Kollega in 12 Wochen zum Traumbody. Ich weiß, das ist ein umstrittenes Arschloch. Das ist
Das kann man einräumen. Aber eine Sache kann er gut, nämlich Bizeps. Und darum geht es ja hier letztendlich auch. Erst haben sich die Mitarbeiter, ehrlich gesagt, ein bisschen dagegen gesträubt. Aber schon nach kurzer Zeit haben sich die ersten Ergebnisse eingestellt. Und ich muss sagen, ja, da bleiben eigentlich keine Wünsche offen. Auch die Kollegen gehen deutlich selbstbewusster jetzt ins Büro, auch auf die Kunden zu. Eigentlich haben alle wirklich viel davon. Ja? Also wenn Sie auch mal an so einen Punkt kommen, wo Ihr Unternehmen auf der Kippe steht und Sie einfach so ein Transformation, so ein Buzzword, ne? Wenn Sie eine Transformation durchführen sollen, dann sind es diese drei Tipps. Sie brauchen eine spitze Zielgruppe, Sie brauchen geeignetes Arbeitsmaterial und ein kompetentes und gut bestücktes Team. Nun sind wir natürlich mit unserer Dienstleistung relativ neu hier am Markt und haben in dem Bereich noch keine Reputation aufgebaut. Deswegen habe ich hier so ein paar Gratis-Gutscheine mitgebracht. Die gebe ich hier einfach mal rum. Die Damen können sich direkt gerne einen nehmen. Die Herren nehmen welche morgen mit in die Firma oder heute Abend mit nach Hause, je nach eigenem Selbstbewusstsein. Die können uns gerne kostenfrei testen, gerne auch 2 oder 5 Mal. Jetzt muss ich sagen, wir haben als Unternehmen da wirklich sehr, sehr viel geschafft. Das liegt auch, das kann ich ganz bescheiden sagen, an meiner, ich sag mal, Vorbildfunktion. Ja? Es ist schon klar, jeder, der Führungskraft ist, der weiß, man darf die Mitarbeiter da nicht einfach ins kalte Wasser stoßen. Man muss da mit sehr, sehr gutem Beispiel vorangehen und einfach... Man darf nicht Wein, also Wasser predigen und Wein trinken, das funktioniert an der Stelle einfach nicht. Deswegen habe ich selbstverständlich auch mich dieser Boss-Transformation unterzogen. Und wenn das konsensfähig ist, oh Scheiße, dann würde ich jetzt die Ergebnisse hier einfach mal vorführen. Ich weiß nicht, ist das konsensfähig? Einmal Hand hoch, wer möchte da gerne? Das, egal. Ja, ich glaube, die Zeit ist auch rum, oder? Bitte. Dankeschön. Ja.